Liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut, dass wir heute auf diesem Parteitag uns der Wohnungspolitik widmen, denn die ist in Vorbereitung auf 2016, auf die nächste Wahl, das große Thema und das nicht nur für uns. Wir haben im Abgeordnetenhaus die Debatte, die Stadt wächst. 40.000 Menschen kommen hier per Saldo, mehr her als verschwinden. Jedes Jahr, das ist in den letzten Jahren so gewesen. Es weiß keiner, ob das so bleiben wird die nächsten 10 Jahre, das kann sich auch wieder ändern. Aber im Moment ist das so und damit müssen wir umgehen. Und wir sind diejenigen, die sagen, es kommt nicht nur darauf an, mit großen Zahlen um sich zu werfen, wie das der Senat im Augenblick tut, sondern es kommt darauf an, die soziale Frage und die ökologische Frage zu verbinden. Und das ist bei der Wohnungspolitik unser Credo. Wir haben schon im letzten Wahlkampf darüber diskutiert, brauchen wir ein Klimaschutzgesetz, was zum Beispiel mit Ordnungsrecht die Sanierung, die energetische Modernisierung von Häusern erzwingt. Wir konnten uns in der letzten Legislaturperiode damit nicht durchsetzen, aber ich sage mal Stichwort Stufenmodell, den Gebäudebestand Berlins nach und nach energetisch zu ertüchtigen, das ist weiterhin auf der Tagesordnung. Dafür müssen wir uns einsetzen und da sind wir die einzige Partei. Da sind wir allein auf weiter Flur, denn alle anderen im Abgeordnetenhaus, die Linkspartei, die SPD und auch die CDU, denen geht es eher darum, mit großen Zahlen von Neubauprojekten um sich zu werfen und das muss alles möglichst billig sein. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Qualität, energetisch, ökologisch und sozial. In dem Antrag, den wir hier verfasst und vorgelegt haben, finden sich sehr viele Punkte. Da ist ja einiges auch schon drüber gesagt worden. Ich will mal eingehen auf einen Punkt, der wichtig ist, weil der relativ neu ist in unseren Papieren. Wir sagen, wir wollen mehr Wohnungsbestand, der gemeinnützigen Zielen verpflichtet ist. Was versteht man da eigentlich drunter? Da versteht man drunter, wir brauchen mehr Wohnungen im öffentlichen Eigentum. Wir würden am liebsten vieles zurückdrehen von dem, was die Große Koalition, aber auch was Rot-Rot falsch gemacht hat. Ich erinnere an den Verkauf der GSW. 65.000 Wohnungen, eine Kleinstadt, haben die erst verkauft und dann an die Börse gebracht. Das war nicht in Ordnung. Das hätten wir nicht gemacht. Wir wollen andere Wohnungspolitik. Das ist aber zum Zweiten, glaube ich, auch der genossenschaftliche Sektor. Und wenn man mit Genossenschaften spricht, dann wundern die sich oft, dass sie so vereinnahmt werden, irgendwie als die Guten, die irgendwas leisten müssen für die Stadt. Es gibt viele Genossenschaften, die machen jetzt kleine Wohnungsbauprojekte, aber auch die stoßen darauf, dass es immer Protest gibt. Dankeschön. Dass es immer Protest gibt. Und sogar eigene Mitglieder von Genossenschaften sagen, nee, wir wollen keinen Neubau vor unserem Fenster, wir wollen keine Verdichtung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir mit denen diskutieren müssen. Ich bin sogar dafür, dass ihr alle in Genossenschaften eintretet, dass wir uns da engagieren und dass wir auch in den Genossenschaften wirken. Ja, Jan Kuhner, du machst das richtig. Dass wir dort einwirken und mit den Leuten reden und sagen, ihr als Genossenschaften habt auch eine große Verantwortung und dabei wollen wir euch helfen. Deine Zeit ist um. Ich komme zum Schlusssatz. Ich glaube, was uns von den anderen unterscheidet, und das ist ja wichtig, auch auf so einen Wahlkampf hin geblickt, das ist die ökologische Frage, das ist die Wirtschaftlichkeit. Wir machen hier keine Versprechungen ins Blaue, sondern was wir machen, ist durchgerechnet und das machen wir auch nächstes Jahr so. Das ist tatsächlich der Aspekt der Gemeinwirtschaftlichkeit und das ist die Kleinteiligkeit. Wir wollen nicht die 10.000 Wohnungen von einer Gesellschaft irgendwo auf der grünen Wiese. Wir wollen Projekte, Nachverdichtung, wir wollen da bauen, wo schon Kieze sind, da wollen wir anschließen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns unterscheidet. Wir wollen nicht Großprojekte, die Probleme aufwerfen, soziale, sondern wir wollen diese Stadt entwickeln. Ökologisch, sozial, kleinteilig. Dankeschön.